Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute geht's in VR wieder rein und wir werden heute quasi die Fortsetzung der letzten Episode machen und werden ein paar besondere Strecken erkunden. Die Nordschleife ist sehr bekannt für ihre Höhenunterschiede. Ja, eigentlich für sehr vieles bekannt, aber insbesondere dafür. Moment, ich schau mal. Ja, mein Headset ist auf jeden Fall angebracht. Tut mir leid, falls es da jetzt Störgeräusche gab. Und auf der Nordschleife, finde ich, könnte man mit kaum einem besseren Auto unterwegs sein, als mit einem Porsche GT3 RS. 635 Leistungspunkte haben wir, 600 werden empfohlen. Easy, nehmen wir einfach mal mit. GT3 RS, geile Karre, machen wir. Auf geht's. Also, wir schauen mal, wie es jetzt heute hier mit der Karre so läuft. Und dann gehen wir nach Bathurst, nach Australien. Zwei Runden Nordschleife haben wir hier. Okay. Let's go. Schauen wir, wie es jetzt ausschaut. Okay. Bei Spa-Francorchamps war ich ja nicht so begeistert. Okay, aber Nordschleife ist noch ein anderer Schnack. Oh mein Gott. Boah. Alter. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, ganz, ganz vorsichtig ran. Das Ding ist, Sport, harte Reifen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also, Rouge hatte mich nicht so gecatcht, deswegen hätte ich jetzt ein bisschen Sorge bei der Nordschleife. Boah, aber das ist sofort verflogen. Das ist richtig heftig. Oh, schöne Ausstattung. Sitzfläche in Orange. An für sich schick, aber ist nicht fleckenanfällig. Boah, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Oh nein, es fängt an zu... Are you serious? Oh Gott, das habe ich gar nicht bedacht. Vorschweden kreuzbremsen, nicht den Inscope machen. Oh, da schiebt einer. Ey! Und da schiebt er mich weg. Mann, 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 der mit seinem Scirocco. Oh Gott. Okay. Merke Wetterradar nicht in Fuchsröhre ansteuern. Okay, okay, Fuchsröhre muss ich in der zweiten Runde mir nochmal genauer anschauen. Weil das ist ja so ein extrem geiler Punkt. Geht's übelst bergab und dann... Oh, schön bergauf. So, Wetterradar ist offen. Alles gut. Also Nordschleife ist bis jetzt extrem geil. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, schön bergab. Ja, das Einzige, was halt wirklich ein bisschen schade ist, ist, dass du in VR keine Anzeige für Geschwindigkeit hast. Ist in dem Auto jetzt nicht so schlimm, weil du siehst das ja trotzdem in der Anzeige im Cockpit. Und dass du keine Anzeige für Abstände hast. Boah. Zuschaltbar wäre das auf jeden Fall interessant gewesen. Boah, Alter. Nix gegen Z8, aber wenn du mit dem kein Rennen fahren willst, dann fahr auch nicht hier mit. Alter Falter. Boah, Mann, ey. Ist auch jetzt schön eine Weile voll. Oder auch nicht.
Vorsicht! Immer Vorsicht walten lassen. Miura? Hallo? Oh mein Gott, Karussell wird gleich wild. Steilkurven sind eh krass. Mal schnell vorbeiziehen. Alles entspannt. Oh Mann, ey. P6 im Moment. Mal gucken, was jetzt noch so geht. Oh oh, ah, wieder nicht das Wetterradar auschecken. Ich bin so doof. Ich habe halt gedacht, dass die Regenfront jetzt halt nochmal kommt. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung die sich bewegt. Egal, ihr werdet es mir, glaube ich, verzeihen. Ich meine halt die ganze Zeit irgendwas mit Regen zu hören, so ein paar Regentropfen, aber... Da täusche ich mich auch einfach nur. Ey, Höhenunterschiede hier auf der Nordschleife sind echt krass. Dagegen ist Spa irgendwie echt super flach im Spiel zumindest hier. Also keine Ahnung, was da los war. So als Einzelkurve ist Corkscrew, finde ich, immer noch so das Krasseste, was ich bis jetzt erlebt habe. Aber hier ist natürlich echt schon sehr, sehr geil. Also... Als Gesamtstrecke macht die Nordschleife halt gerade enormen Spaß. Oh Gott. Aufpassen. Kurz mal Lichthupe geben. Alter, du kannst ja nicht mit dem Tusken so anbremsen. Okay, wir fahren wieder in Richtung Regenterrain. Kleines Karussell jetzt. Geht's? Ja, ich muss echt sagen, das ist so intuitiv mit VR. Das ist krass. Ja, und der Regen könnte jetzt wieder kommen. Auf der Döttinger Höhe wird mich das jetzt nicht groß stören, aber danach schon. Keine Ahnung, wie der Abstand nach vorne jetzt ist. So, 92 etwa. Sehr schön. Oh Mann. Okay, immer noch kein Regen da, wo ich direkt jetzt bin. Auf geht's. Ey, hier runter ist schon echt wild. Es kommt schon sehr nah der realen Nordschleifenerfahrung, die ich hier habe. Es sind zwar auch nur 7 Runden, aber dafür keine Touristenfahrten oder so, sondern wirklich auch komplett abgesperrt gewesen. War interessant. Du konntest dich wirklich mal komplett auf die Strecke konzentrieren. Das ist so ein schön kleiner Rennfiesta. Let's go. Ja, hier bergauf ist auch wieder anders wild. Oh, der hat einen schönen Heckspoiler, der Kollege.
Ist das ein AMG auf 1? Are you serious? Nee, ist ein zweitplatzierter. Beauvoir. So, jetzt Fuchsröhre. Volle Konzentration auf die Gerade hier jetzt. Ja, komm, mach dich mal ab. Los. Oh. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, jedes Mal, wenn der Körper sich so ein bisschen verkrampft, ich weiß nicht, ob man es im Video so gut sieht, aber ich glaube, das ist jedes Mal ein sehr, sehr cooles Zeichen. Vielleicht nicht für den eigenen Körper oder so, aber hey, die ganzen Camping-Leute, geil. Auf jeden Fall dafür, was VR gerade mit dir macht und die Umsetzung der Strecke im Spiel. Uff. Let's go. Wo ist der Erste? Guck, das fehlt mir jetzt so als Info so ein bisschen, ne? Oh, 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 oh. Boah. Saved. Saved. Es liegt auch kein Wasser auf der Strecke. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also war komplett einfach nur falsch angebremst. Puh. Alter. Okay, jetzt regnet es hier minimal. Ja, Regentropfen kann ich hier kaum erkennen, ehrlich gesagt, in VR. Ich weiß, wie ich so halbwegs sehen könnte, ob ich dran bin am Fahrer vor mir. Nee, bin ich nicht. Okay. Das war knapp. Oh. Oh, der ist jetzt im kleinen der ist jetzt im Karussell. Nicht kleines Karussell, vergesst es. Let's go. Den kriegen wir noch. Okay, jetzt nicht Wetterdaten abchecken. Uff, okay, 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 okay. Ah, in der Leitplanke gelandet. Schade. Komm schon, Dave. Ja. Ich glaube, die Sport-Hardreifen sind ein Manko, an das ich mich da nicht so gewöhnt habe. Gut, Slicks werden hier wahrscheinlich wegen des Regens nicht so vorteilhaft an einigen Stellen, aber Sportweiche oder so wäre halt echt geil. Oh, jetzt erkenne ich die Tropfen auf der Windschutzscheibe. Ich glaube, das ist die YouTube-Kurve. Auf geht's. Ich sehe den Gegner leider noch nicht vor mir. Ist auch schön, dass man das Chronometer hier rechts hat. Im Cockpit. Oh,
Der ist jetzt aus dem kleinen Karussell raus. Wenn ich mehr Topspeed habe, können wir den noch holen. Okay, fängt jetzt wieder an, sonnig zu werden. Let's go. Schön hier. Auf geht's. By the way, übelst smarte Idee unter der letzten Folge. Ich könnte auch einfach in VR zocken und danach das Replay aufnehmen und für euch das Replay einfach einblenden. Super geile Idee. Vielen, vielen Dank dafür. Let's go, komm. Jetzt bergab. Da geht's nochmal ab. Oh, schade. Ich habe mich halt selbst zum P1 gebracht. Oh, aber geiles Ding. Puh, ey, ich hoffe, ihr toleriert. Zwei Schnitzer. Eine aus Selbstüberschätzung und eine. Ja, wobei drei Schnitzer. Haarnadelkurve war auch ein bisschen. War zumindest sehr, sehr knapp. Aber, ja, einmal auf die Wetterdaten geguckt und einmal leider komplett Brain AFK gewesen. Und einfach gedacht, ja, jetzt kriege ich es in dieser Runde auf jeden Fall easy hin. Aber GT3 RS, Nordschleife und das in VR. Mwah, par excellence. Das ist eine richtig geile Kombo. Alter, Falter, ist das gut. Boah. Ey, man merkt es vielleicht auch ein bisschen auch, ich bin leicht am Schnaufen so. Es ist halt echt krass. Also es ist wirklich, wirklich, es bringt dich so ein bisschen ans Limit. So, Auto wechseln, Charger, SRT, Safety Car Edition. Wir gucken mal, wie es hier im American Clubman Cup ausschaut, wenn wir hier in Bathurst sind. Das ist eine unfassbar geile Strecke. Und das ist so für mich die Mini-Nordschleife. Ich nenne sie die Mini-Nordschleife, weil sie hat so viele Höhenunterschiede, dass im Endeffekt wirklich ein vergleichbar krasses Erlebnis werden könnte. Was ist das denn? Oh, Alter, what the, was ist hier los? Ich habe weiche Rennreifen, ne? Just saying. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Bro. Wie schnell ist die Kiste in 160 Meilen hier? Boah. Oh, Junge. Okay, schön bergauf hier. Oh, das wird gleich so wild. Das wird gleich enorm krass. Okay, hier krasses Banking in. Schön mitnehmen. Vorbei an der Corvette. Oh mein Gott, es ist auch eng einfach. Es ist so eng hier. Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott, ich bin nur mit GT3 Autos hier gewohnt. Oh, jetzt geht's schön bergab. So, hier dann nicht mehr kurz. Uff, Alter. Und jetzt wieder krass. So. Ciao, Corvette. Oh Mann. Let's go. Jetzt schön im Berg ab. Dip mitnehmen. Und weiter bergab. Kannst auch viel näher an den Scheitel ran. Boah, Junge, ey. Soll ich die TC mal um einen Klick erhöhen? Komm. Hallo, Safety Car hinter euch. Danke. Oh. Gnadenlose Überschätzung von Auto und Fahrer. Oh Mann, ey. Egal, wir fahren weiter. Die Runde fahren wir auf jeden Fall noch zu Ende. Ja, auf jeden Fall geil. Also, Bathurst ist wirklich wild. Ich würde noch eine zweite Runde gern dranhängen. Ach komm, Alter, fort!
Die Ford-Blockade, Alter. Oh mein Gott. So. Nochmal hier schön bergauf, bergab. Vielleicht noch ein bisschen mehr ans Limit gehen. Wie einfach wir hier auch einfach eine Corvette überholen. Rudi, fahr mal schneller. Leute, ich wollte ans Limit. Hey, ganz ehrlich. Oh, Alter, da flattert irgendwie alles gerade. Boah. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Alter. P4 von 16. Ein Auto auf der Geraden direkt vor uns. Sehen wir auch das rote Auto. Ah komm, wir fahren das Ding zu Ende, oder? Let's go. Das 50-Meter-Schild. Bestellt und nicht abgeholt. Puh. Let's go. Wir sehen alle drei Autos, die wir noch überholen müssen jetzt schon. Das Auto hat so wild viel Power. Komm. Also wenn wir direkt an den ersten zwei dran sind, machen wir die TC aus. Brudi, guck dir das mal an, Alter. Das ist eine Viper. Wie wir den überholen, ey. Schöne Ausstattung. Der gilt jetzt natürlich für den Führenden, wenn wir da dran sind. Boah, wird die TC ausgemacht. Heiliges Kanonenrohr, ey. Tut mir leid. Es tut mir leid, ich hab da... Oh mein Gott. Alter. Ey, zum Glück sieht man meine Augen nicht, ey. Oh, diese pure Panik teilweise. Alter, die fliegenden Teile. Okay, egal. Vollgas. Wollte ich die TC wirklich ausstellen? Bin ich wirklich so verrückt? Boah, Alter. Bisschen die Wände hier neu lackieren. Alles gut. Solange es so Go-Kart-esk bleibt, ist alles okay. Ein paar Mal war ich aber schon drüber. Okay. Zwei Runden haben wir noch, um hier was gut zu machen. Oh mein Gott, Alter. Kriegen wir den eingeholt oder nicht? Boah, Junge, ey. Aber so langsam merke ich, dass wir ein bisschen schwummrig wird gerade. Ey, Battles stellt einen echt auf eine harte Probe. Auf geht's. Der ist jetzt schon aus Kurve 1 raus. 2.17.4. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht als Zeit. Keine Ahnung, was die KI hier fährt, aber... So geht die drei Autos fahren jetzt 2 Minuten glatt und das war ja bei weitem keine perfekte Runde gerade.
Alter! Oh Gott! Junge! Oh, Alter! Oh mein Gott, Alter! Ey, das ist so hart gerade. Es ist wirklich ein absoluter Kraftakt. Der Mund ist unfassbar trocken. Aber wir kommen näher, wir sehen den Dude schon jetzt. Oh Mann. Hätte ich irgendwie den Fehler in der ersten Runde nicht gemacht. Mein Gott, das ist meine erste Runde Battles gewesen, ne? In VR. Was willst du da machen? Oh oh. Ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel aber sehr viel besser managen können. Oh Mann, ey. Ich sehe ihn auf jeden Fall auf Startziel schon. Oh Mann, komm schon. Ich habe halt vergessen, dass ich vor dem Knick auch nochmal kurz liften sollte. 2.13.8 ist die theoretische. 2.16.6 bin ich jetzt gefahren. Auf geht's, so eine 2.13 oder so. Das wäre cool. Ich glaube dran. Ich kann hier eine 2.13er schaffen. Auf geht's. Man merkt aber, ich komme immer näher ans Limit ran. Ich meine, jetzt ist es nicht nur VR, was ungewohnt ist. Ist auch das Auto komplett ungewohnt. Und natürlich auch die Strecke, die halt einfach sehr, sehr anspruchsvoll ist, ne? Just saying. Puh. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich bin eine Sekunde gerade schneller. Nice. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Oh. Ey, ich hoffe, ihr habt nicht nach Nordschleife abgeschaltet, Leute. Also, wenn man nach Nordschleife abgeschaltet hat, hat man auf jeden Fall jetzt was verpasst. Heli, hallo. 1-1. Stark. 2-12-9 wäre jetzt die optimale. Nice, let's go. 2-13-3. Ja, Mann. Oh. Alter. Das war heftig. Das war echt heftig. So eine Corvette C8, die vor uns noch war. Oh mein Gott. Boah, mein Junge. Das war wieder jetzt genug VR für eine Session. Ich muss tatsächlich sagen, oh, es gibt Strecken, die bringen dich echt an die Grenze. Und das ist so eine von denen tatsächlich. Nordschleife ist auch relativ hoch im Kurs. Und ich hoffe... dass das alles noch relativ entspannt gerade jetzt war. Und dass jetzt nicht nochmal was nachkommt. So. Ich spüre da jetzt nichts weiter aus. Ey, Nordschleife im GT3 ist geil und Bathurst war auf jeden Fall auch extrem cool. Und ich bin froh, dass ihr meine Gesichtsausdrücke nicht sehen könnt unter der VR-Brille, weil...
Das war gerade echt krass. Ey, ich habe ein Auto gewonnen. Subaru BRZ. Nice. Sehr cool. Leute, mit diesen erfreulichen Nachrichten bedanke ich mich vielmals fürs Start sein. Im Prinzip hatten wir ja dieses Bild nur mit einem anderen Auto vorhin zur Saison, zu Episodenstart. Ich glaube, es wäre auch ein gutes Ende für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Lasst gerne Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und ja, merci, dass ihr dabei wart. Und schlagt gerne noch Strecken und Co. vor, die wir uns anschauen können. Interlagos habe ich im Blick. Deep Forest wäre doch mal interessant. Und Red Bull Ring wurde auch vorgeschlagen. Und natürlich werden wir auch noch mal eine Rallye-Folge machen. Also wir haben noch ein bisschen was in VR zu sehen. Leute, danke fürs dabei sein. Ciao, ciao.